Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Nummer 3 von meiner Let's Play Serie Mega Man 11. Mein Name ist Snackers und wir werden jetzt da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und ich habe ja im letzten Video bereits erwähnt, dass ich mir erstmal das Labor anschauen werde. So, was haben wir denn hier? Verschiedene Items, die wir auswählen können, beziehungsweise kaufen. Was haben wir denn hier? Superguard. Halbiert den erlittenen Schaden in einer Stage schon eingesetzt. Okay. So, da haben wir die E-Tanks, Waffentanks, Megatanks oder Mystery. So, das sind Life-Ups. Das ist der Eddy-Call. Der bringt uns dann wahrscheinlich irgendwelche Objekte. Ja. So, der Vogel Bee. Den werden wir auf jeden Fall kaufen. Ja. Tada! Already. Good luck out there, Mega. Looks like you can't carry any more of these. Okay, ich kann nur einen davon tragen, dann ist das halt so. Fragezeichen werde ich jetzt erstmal nicht kaufen. Okay, Mega, are you sure? Nö. So. Yo, Mega, can I interest you in some parts? Kann ich dir ein paar Module anbieten? Was ist das denn? Energieballons. Lädt automatisch die Waffe mit der wenigsten Energie auf. Falls du eine Waffenkapsel aufnimmst, wenn du deine Waffe Waffe voll aufgeladen ist. Ja gut, den kaufen wir mal. Der könnte hilfreich sein. Ausrüsten? Ja. Negiert den Rückstoß, wenn du einen aufgeladenen Schuss mit dem Buster abfeuerst. Nee, das will ich jetzt noch nicht. Stiefelsohlen mit Halt verbessern deinen Sohlen aus, wodurch du weniger wahrscheinlich an Rutschen gerätst. Ja, vielleicht später. Was ist das? Dieses Objekt für meisterhafte Spieler reduziert deine Energieanzeige ab und macht die ultimative Double-Gear-Technik sofort verfügbar. Auch vielleicht später. Energieabgabe des Megabusters. Die Schüsse werden dadurch etwas größer. Automatisches Aufladen wollen wir nicht. Aber das klingt schon mal interessant. Ja. Ja, rüsten auch direkt mal aus. Boltcatcher. Lässt Bolzen öfters in Stages erscheinen. Mystery Ship. Einen speziellen Bonus ermöglicht, wenn du eine Stage mit einer schnellen Zeit abschließt. Okay, die weiteren Upgrades werde ich mir später nochmal genauer ansehen. Jetzt gehen wir erstmal in die nächste Action. Zuvor speichere ich erst nochmal. So, dann begrüßen wir jetzt mal Torchman. Das könnte eine heiße Angelegenheit werden. Ah, einer meiner Lieblings-Soundtracks. Hab ich die Sachen jetzt ausgerüstet? Ausgerüstet, ausgerüstet, okay. Okay, das Zelt verursacht Schaden, sehr interessant. Und da kommt ein Häschen raus. Ah, die Gegner kenne ich doch aus Mega Man Maker. Wo, wer hat sich denn da versteckt? Die Eule da oben nervt ein wenig. Der war nix. Aber Beat hat uns gerettet. Und da bin ich dann jetzt doch noch gestorben. Läuft. Das war jetzt ein sehr dummer Fehler. Jetzt aber. Ganz sachte.
Interessante Gegnertypen. Jetzt wird's heiß. Nein, nein, nein! Der war nix. Und nochmal. Autsch. Also man merkt schon, auf das Speed Gear ist das Spiel schon sehr stark ausgelegt. Ganz schön dunkel hier. Kann man das vielleicht ändern? Macht Sinn. Wie auch immer. Diese Eulen machen Licht. Sehr schön zu wissen. Was kommt denn nun? Ein Phönix. Der war nix. Okay. Das Gear können wir dann jetzt vergessen. Vogel ist ein bisschen nicht mehr so heiß, ne? Interessanter Zwischenboss. Nicht schlecht. Die Energie nehme ich gerne mit. Wirst du wohl. Ja. Letzte Leben. Schaffen wir. So, jetzt aber. Hier wird's wieder sehr heiß. Oh ja. Den Tank... Scheiße. Der war nix. Jawohl. Hui. Also die Spinnen sind ein wenig nervig. Ja. Mach mal ein Level nochmal. Mal gucken, wie weit wir kommen. Fortsetzen natürlich. Also nochmal. Fängt das schon gut an. Schneller hier durchzukommen. Da rush ich jetzt einfach mal durch.
So gut. Ja, jetzt haben wir schon mal einen wesentlich besseren One. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich. Natürlich mit sehr viel Dank mit. Jetzt kommt wieder der schöne Beatmans. Ah, geht noch schon mal schneller wie vorher. Die schießen Möhrchen, ich werde geblockt. Doch haben. Knappe Geschichte. Close. Verdammt. Faire Checkpoints. Nein. Verdammt. Ah, 4 Leben haben wir ja noch. Springe ich jetzt einfach mal. Überspringe ich den Tank. Hat erneut mal nicht geklappt. Ich versuche das jetzt mal mit dem Jet. Läuft ja. 2 Leben haben wir noch. Eine Geduldssache. Ja gut, zur Not kann ich die E-Tanks auch kaufen. Den lasse ich jetzt mal sein. Nein. Die Eule nervt. Ich darf die aber, glaube ich, auch nicht töten, sonst habe ich ja kein Licht. Nein. Ach, was soll's. Was wird das denn nie was? Und los geht's.
so gut. Nein, rushen. Einfach durchrushen. Hui! So. Also ich vermute mal, das dürfte die Elektrizität sein. Und da ist auch schon der liebe Torchman. Mhm. Ja. Ne, Strom ist es nicht. Das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Ne. Auch nicht. Ne, Pile Driver logischerweise auch nicht. Na gut. Geht der gut ab? Alter! Okay. Der war nix. So, letztes Leben. Wie machen wir das? Ja, mit E-Tank. Okay, let's go. Let the combat commence. Okay, das Verhalten ist sehr vorhersehbar. Macht die Sache aber nicht unbedingt leichter. Wie geht das jetzt? Ja. Mhm. Jawohl. Genau, Haya. Das war anstrengend. Was kriegen wir denn jetzt für eine tolle Waffe? Ja. Auf jeden Fall Feuer. Hm. Blazing Torch. Was macht es denn? Okay. So. Schick. Nehme ich. Also, jetzt haben wir noch zwei Bosse zur Verfügung. Erstmal speichern. Wir haben E-Tanks, Waffentanks und als nächstes werde ich mich jetzt für Tundra Man entscheiden. Sieht ja schon ein bisschen wie ein Supermodel aus. Naja. So, wir haben nur noch ein Leben. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ah, den Bolt würde ich haben. Ups. Hey, man kann ja richtig sliden, gefällt mir. Hui. Rutschige Angelegenheit. Hm. Das wird spannend. Ja. Ich habe genau damit gerechnet. Egal, direkt weiter. Aufgeben ist keine Option. So, den Bolt nehme ich auch noch mit.
schick. Die halten ganz schön viel aus, die dicken Kerle mit dem Hammer. Ah, bisher ohne Schaden. Ja. Jawohl. Elegant gemeistert. Hasen, die aussehen wie Eier. Ja. Machen wir jetzt mal ganz einfach. Sehr schön. Schöner Hintergrund. Capcom hat sich mit dem Teil richtig Mühe gegeben. Ah, ganz schön windig hier. Und ein Life-Up hätten wir gerade eher gebrauchen können. Wow. Das Level ist geradezu für Speedruns prädestiniert. Autsch. Da habe ich jetzt gepennt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht tun, aber na gut. Hat jetzt wunderbar zum Erfolg beigetragen. Jawohl. Ah, mit den Stacheln ist gemein, aber gut. Aber da brauchen wir nicht. Nee. Verdammt. Ein Mammut. Autsch. Ja. Na komm, mach die Ölklein auf. Interessanter Zwischenboss. Der gut was aushält. Na komm. Jawohl. Also für den, ich sag mal, recht leichten Schwierigkeitsgrad hat doch schon ansprechend. Ganz schön windig. Ich weiß noch nicht, ob ich den Waffentank haben will. Ach komm. Wenn man da schon so einfach hinkommt. Ja, der Sturm hält einen gut zurück. Den Bolt verzichte ich jetzt. Autsch. Schönes Museum. Na, das mache ich mir jetzt einfacher. Warum einfach machen, wenn es schwer geht? Speed gear.
Scheiße. Das könnte interessant werden. Nein, 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 ich will den E-Tank. Der ist ja nahezu geschenkt. Jawohl. Habe ich noch Leben? Ja. Fairer Checkpoint, muss ich ja sagen. Können sich manche Mega Man Maker-Macher, Level-Macher, eine Scheibe von abschneiden. Feuer oder Strom? Ich tippe jetzt mal hier auf Strom. Now, start the music. You're skating on thin ice. Ja. Das beeindruckt mich ja jetzt eher wenig. Ja. Das ist ja genau die richtige Waffe für den. Und... das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Ja, das hat auch dieses Mega Man-typische, wenn man die richtige Waffe hat, gehen die Bosse eigentlich relativ schnell. Wie von Zauberhand nahezu. Tundra Storm. Was macht das denn? Schick. Sehr schick. Gefällt mir. Nehme ich. So, speichern, ja. So, dann gehen wir direkt zu Acid Man rüber. Der letzte Boss von der Nacht. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber na gut. Und noch ein Soundtrack, den ich kenne aus Mega Man Maker, der mir auch ziemlich gut gefällt. Autsch. Und die Spinnen sind mindestens so lästig wie die Frösche. War aber relativ einfach. Schon mal gut spielbar. Ja, die Stacheln sind fies, aber an für sich ganz nett gestaltet. Der war nix. Ich komme mir so gerade vor wie in einer Lüftungsanlage. Wow. Verdammt. Egal, wenn wir noch genug leben, da kriegen wir hin. Hier muss man auf jeden Fall mit recht viel Geduld ran. Ah, die spinnen schon wieder. Verseuchen hier gerade das Wasser. Also das Level-Design von dem Level gefällt mir tatsächlich auch ziemlich gut. Aber dafür ist Capcom ja eigentlich auch bekannt, dass sie sehr schöne Level-Gestaltungen haben. Die wissen im Prinzip auch eigentlich, was die tun. Es gibt doch kaum ein Spiel von Capcom, was ich wirklich negativ beurteile. Allerdings diese einen Stacheln werden jetzt negativ beurteilt. Ja, perfekt. Jetzt komme ich mir vor wie ein Toilettenabfluss. Der Gedanke ist merkwürdig.
Ja, das Life-Up nehmen wir mal mit. Wow. Etwas close. Was bist du denn? Ein Reinigungsroboter. Ja. Autsch, das tut doch weh. Ah, der hält was aus. Scheiße. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Jawohl. Und weiter geht's. Jetzt komme ich mir das recht vor wie in einem Toilettenabfluss. Autsch. Ja, das war jetzt ein Tacken zu einfach. Ui, die haben das Wasser verseucht. Ey, das tut doch weh. Autsch. Ja gut, solange das Wasser rot ist, kann ich da rein. Das ist schon mal gut zu wissen. Das war elegant. Und direkt in die Stacheln rein. Das war dumm. An derselben Stelle nochmal zu sterben, ist noch dümmer. Jo. Das hätten wir. Und nochmal. Ja. Ach, verdammt. Ja, dann machen wir das ganze halt nochmal von vorne. Diesmal etwas schneller. Mal gar nicht lange fackeln, direkt ins Geschehen. Ja, anspruchsvoll ist das Level auf alle Fälle. Was ich jetzt auch nicht unbedingt verkehrt finde. Schon mal ganz gut. Geht das schon wesentlich zügiger, wenn man das Level einmal kennt. Oder zumindest einen Teil davon kennt. Ja.
Ja, jetzt kommt die Stacheln direkt am unteren Teil. So. Die Leben hole ich mir auf jeden Fall. Ja. Also vor dieser einen Stelle, wo wir gerade waren, grault es mir jetzt schon ein wenig. So, den werde ich jetzt mal versuchen, ein bisschen zu beschleunigen. Das war nix. Kriegt er schon ein paar gute Hits von mir. Dürfte jetzt relativ schnell gehen, oder auch nicht. Come on, geht doch. Weiter geht's. Slide, slide, slide und slide. Das war knapp. Na komm. Das ist sowas wie eine Entsorgungsanlage, habe ich das Gefühl. Auch dieser Hintergrund von dem Level gefällt mir sehr gut. Vor allem schön animiert. Mal direkt durchrushen und jetzt die Stelle, die ich so ein bisschen verabscheue. Jawohl, auf Anhieb geschafft, sehr schön. Oh nein. Okay. Capcom hat sich was einfallen lassen. Also ich bin ehrlich gesagt positiv begeistert, überrascht vor allen Dingen, was die hieraus für Tolles gemacht haben. Okay, das Wasser ist verseucht. Und jetzt sind wir bei dem letzten Boss von der Nacht. Bei dem letzten Robot Master. Bei ihm die richtige Waffe müsste sein. Ja. Ich tippe mal auf die Bälle. Ja. Nee, das ist jetzt nicht. Feuer vielleicht? Auch nicht. Das ist kein Fall. Ah! Ja. Und auch schon gemeistert. Sehr schön. Ja, mit der richtigen Waffe geht das halt relativ zügig. Bin ich mal gespannt, was der jetzt noch in der Waffe überhaupt hat. Oh.
relativ nett. Acid Barrier. Was kann das denn? Eine Art Schild ist das. Wenn wir jetzt den Power Gear nutzen, nehmen wir ein größeres Schild und die Säure schießt weiter. Alles klar. Otto, do you have any idea where Wily's gone to? He's totally vanished, Mega Buddy. Maybe he decided to turn tail and run. Huh? Also die Sequenz gönne ich euch jetzt noch. What is it, Otto? There's someone hijacking our signal. Could it be? Indeed it could. My team is neither runs nor hides. Wily. Light than you, Mega Man. How dare you use my double gear system? Now you've crossed the line, I'll turn you into scrap myself. I'm at point E1685578. Come to my gear fortress. I'll be waiting for you. Ah, yeah. Gear fortress? That's all we needed. I'm heading out, Dr. Light. It's time to finish this. Good luck, yes. Mega Man. It's up to you to stop Dr. Wily. Yes, sir. You can do it, Mega Man! Natürlich. Mega, be careful out there. Okay. Ja, in diesem Sinne werde ich jetzt nochmal speichern. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und das erste oder auch vielleicht die ersten beiden Wily Levels werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Und bis dahin nochmal erneut ein Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis beim nächsten Mal. Euer Nackers. Tschö.